Hallo liebe Zuschauer, grüß euch auf Digitaler Chronist TV, unserem Boulevardmagazin. Und wir haben hier ein wunderbares Boulevardthema. Stichwort, Überschrift, gratis Mut und Peinlichkeitsstufe von 1 bis 10. Ich würde mal auf 7 oder 8 gehen. Um was geht's? Die Iranerin Mahsa Amini, die von Polizisten, so wird zumindest gemeldet, wird nicht ganz klar, der iranischen Behörden sagen was anderes, aber es war wahrscheinlich so, wie es gemeldet wurde, dass sie wirklich von Polizisten zu Tode geprügelt wurde, weil sie, weil Haare von Kopfhaare zu sehen waren, die aus dem Kopftuch, von dem Kopftuch hervorlugten quasi. Und die 22-jährige Kurdin starb am 16.09., nachdem sie im Polizeigewahrsam ins Koma gefallen war, verhaftet wegen Verstoßes gegen die Hijab-Regeln. Dann gingen die Proteste in Iran richtig los. Mutige Frauen haben gleich ganz den Hijab abgelegt, das Kopftuch, den Schleier. Und auch aus Protest sich ein bisschen Haare abgeschnitten im Iran, was durchaus mutig ist und was, ich kann diese ganze Situation im Iran schlecht einschätzen, wer da alles seine Finger mit drin hat und von wem das alles gesteuert ist. Bloß es wird jetzt nicht jeder dieser Frauen irgendwie, was weiß ich, denen wird nicht gesagt worden sein, was sie zu tun haben. Es schaut schon aus, als ob das wirklich auch eine Freiheitsbewegung zumindest in Teilen ist. Und eine Protestbewegung wirklich von den Menschen selbst. Aber da bin ich mal vorsichtig. Aber sie schneiden sich ein bisschen Haare ab als Protestaktion, als Solidaritätsaktion. Das kann ich, da kann ich ja noch mitgehen, vor allem weil es im Iran wirklich kein Gratismut ist, sondern weil es mutig ist, das auch vor der Kamera zu tun und das im Internet zu posten oder sonst irgendwie öffentlich zu machen. Aber jetzt kommen hier tatsächlich 40 deutsche Schauspieler zum Einsatz, muss man schon fast sagen. In solidarity with all the people protesting in Iran right now, also in Solidarität mit all den Leuten, den Menschen, die in Iran jetzt gerade protestieren. 40 deutsche Schauspieler zeigen sich solidarisch mit den Protestierenden, mit den Protestierenden, das ist so fürchterlich, im Iran und schneiden sich Haare ab. Ich zeige das, den Clip mal schnell. Schaut euch das mal an.
Ja, das Erste, was mir bei dem Video auffällt, ist, ich kenne kaum jemanden von diesen tollen Schauspielern. Es hat aber auch damit zu tun, weil ich nicht ins Kino gehe, schon lange nicht mehr, weil ich mir diese Mainstream-Geschichten einfach nicht mehr anhören kann und anschauen kann, aber natürlich auch nicht die Fernsehspielfilme schaue, in denen diese Schranzen und Kulturschaffenden so auftreten und unser Geld verdienen. Also verdienen vielleicht auch nicht immer. Auf jeden Fall. Wie mutig, hier eine glaube ich sogar im Hotelbademantel, wie mutig ist es denn? Ja, aus der sicheren Komfortzone hier Solidarität und die Frage drängt sich förmlich auf, müsste man mal recherchieren, ob das einer einzigen Frau im Iran in irgendeiner Weise geholfen hat. Ja? Und man muss auch fragen, wo denn die Solidaritätsadressen vielleicht für deutsche Opfer oder auch für muslimische Opfer in Deutschland, Stichwort Zwangsheirat und so weiter, ja, also bis zu Verstümmelungen und Einsperren und, ja, Ehrenmord und so weiter, was es ja unbestritten gibt. Wo da die Solidaritätsadressen irgendwo waren und beziehungsweise sind und auch bei der ganzen Kriminalität, die wir so im Land haben, da kommt da irgendwie nichts, aber hier billig und wirklich, wie gesagt, Peinlichkeitsstufe 7 bis 8 hier vor der Kamera sich irgendwie nicht weh zu tun, kleine Strähne Haare abzuschneiden. Und dann zu sagen, ja, ich bin dabei und ich fühle mich gut, ich bin moralisch überlegen. Was macht ihr eigentlich? So glauben die, glaube ich, dass das irgendwie so bei denen im Kopf vorgeht. Ja, wollte ich nur mal zeigen, wie, also sie geben sich echt, es gibt wirklich, also muss ich ganz ehrlich sagen, also sie geben sich wirklich für alles her. Ja. Also das ist wirklich, also Hafen, Punkt, Punkt, Punkt oder Hartgeld, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, also. Und lustig finde ich, dass sich diese ganzen Figuren und komischen Gestalten, also die Tabak dabei, die kenne ich gerade noch irgendwie vom Sehen, ja, aber die anderen gänzlich unbekannt, hat vielleicht auch einen Grund. Also gut, in diesem Sinne, liebe Leute, teilen, liken, abonnieren, kommentieren. Danke euch fürs Zuschauen. Macht es gut. Das wollte ich mal wieder ins Boulevard stellen, weil mehr ist es nicht wert. Ja. Ach so. Wenn ihr uns unterstützen wollt, gerne auf Ko-fi, Bitcoin, Stripe und Deutsche Bankverbindung. Servus. Ja, ich habe ja gefragt in dem Video, man müsste mal recherchieren, ob es überhaupt einer, auch nur einer Frau, irgendwas geholfen hat, dass sich deutsche Schauspieler und Schauspielerinnen vor laufender Kamera in Deutschland oder auf jeden Fall auf sicherem Gebiet sozusagen ein bisschen Haare abschneiden, wie viele Frauen das in Iran das Leben gerettet hat oder sie dadurch vor Drangsal geschützt waren. Ja, das wäre mal interessant herauszufinden. Sicher ist, dass sich diese Hofschanzen damit natürlich auch wieder ein Stück weit ins Gespräch bringen, ja, und da gefeiert werden von ihrer Blase. Und damit auch sich einfach in Erinnerung rufen, ja, hallo, hier bin ich und da dürfte keiner abgesagt haben, weil das hört sich immer gut an mit bekannte Schauspieler und so weiter. Da ist man immer gern gleich dabei, ja, weil dazu möchte man erzählen und das ist auf keinen Fall der Karriere hinderlich. Ja, aber was macht man nicht alles? Ich möchte es gar nicht wissen. Servus.